Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video, was euch eine Menge Geld sparen wird. Ich habe eine Idee gehabt und eine ganz liebe Zuschauerin von mir hat mich in dieser Idee bestätigt. Ihr wisst es, ich liebe Dupes, ihr wisst es, ich liebe DIYs und ihr wisst es, ich liebe Make. Und was gibt es nicht Schöneres, als eine Menge Geld zu sparen? Ich habe mir ein bisschen was gebastelt. Was heißt gebastelt? Ich habe meine Brille aufgesetzt, die ist ein bisschen speckig, ein Kittel angezogen und habe etwas probiert. Und zwar wisst ihr, dass ich gerne High-End-Produkte benutze, um sie mit Drogerieprodukten zu vergleichen. Und manchmal gibt es wirklich 1:1 Dupes, die vom Finish her zumindest identisch sind. Es gibt jetzt aber Produkte, zu denen ich noch nicht so wirklich ein Dupe gefunden habe, wo ich sage, okay, das lohnt sich, daraus ein Video zu machen bzw. daraus etwas auszuprobieren. Ich habe 2 Produkte auf jeden Fall schon, vielleicht kriegen wir noch ein drittes oder ein viertes hier mit rein, womit ihr vielleicht richtig, richtig Geld sparen könnt, falls ihr euch für das High-End-Produkt interessiert, es euch aber nicht kaufen wollt, könnt, wie auch immer. Dafür bin ich hier. Ich habe investigativen Make-up-Journalismus betrieben und wir werden damit auch direkt starten. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe heute mal wieder ein bisschen rosa in den Hintergrund gemacht, denn das war tatsächlich so ein bisschen die Inspiration für ein selbstgemachtes Baking-Puder. Freunde, wir starten tatsächlich. Wir werden auf der einen Seite die Originalprodukte benutzen, auf der anderen Seite die selbstgemachten Dupes. Und ich glaube, ihr könnt euch schon vorstellen, in welche Richtung es auf jeden Fall gehen wird. Wir starten mit dem Hollywood Flawless Filter. Der ist von Charlotte Tilbury, liegt so um die 40 Euro herum. Und das ist wirklich ein fantastisches Produkt. Ich liebe das, es ist jeden Cent wert, aber wir dürfen nicht vergessen, es sind trotzdem 30, 40 Euro. Und das ist wirklich eine Menge Geld. Es gibt Zeiten, da muss das nicht sein. Da geht das einfach nicht. Ich arbeite mir das Schätzchen jetzt hier erstmal ein. Ihr seht es sofort auf meinem Gesicht. Das ist im Prinzip wie so eine Mischung aus Highlighter und Foundation. Ich kenne einige, die das wirklich nur als Foundation benutzen, was ich nicht ganz verstehe. Es sieht zwar schön aus, es hat aber nicht so wirklich Deckkraft mit drin. Es gibt der Haut von unten so einen kleinen Glow, würde ich mal sagen. Ich nehme echt noch mal ein bisschen mehr. Kann man nicht zu viel benutzen, wir klatschen uns ja eh gleich Foundation drüber. Was ich aber machen wollte ist, und ich habe einen TikTok darüber gemacht, und das ist ein bisschen durch die Decke gegangen, hat auch ein bisschen Hate bekommen. So sieht das Ganze einmal aus. Das ist schon sehr, 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 sehr glow. Hier ein bisschen auf den nicht vorhandenen, hier wäre es das Collarbone. Schlüsselbein. Sehr schön, mag ich gerne und das sieht sehr, sehr edel aus, sobald die Foundation hochkommt. Jetzt habe ich aber was für meine kleinen Günstmäuse. Und zwar wisst ihr, dass Rival Loves mir diesen Hollywood Glow rausgebracht hat. Packaging ist schon mal sehr ähnlich, aber das ist nicht richtig ein Dupe dazu. Noch nicht zumindest. Das ist eher so eine Mischung aus dem Hollywood Flawless Filter und dem Fenty Beauty Body Lava Ding. Also ein Body Highlighter, der sehr, sehr sehr glowy ist. Ich gebe mir jetzt 2 Spritzer hiervon drauf. Das ist recht dunkel. Ihr könnt das natürlich an eure Foundation anpassen. Ich gebe mir jetzt aber 1 Tropfen von der Rival de Loup Hyaluron Foundation hier mit rein und mische mir das Ganze zusammen. Und dadurch kriege ich natürlich einmal diesen foundationigen Touch, aber das glowy Finish von Charlotte Tilbury mit hin. Ich nehme einen sauberen Pinsel hier, arbeite mir das hier ein und trage mir das auf. Und ihr seht sofort, was passiert. Ihr kriegt diese leichte Deckkraft, die das Charlotte Tilbury Produkt mit hat. Ihr kriegt aber auch diesen frischen Glow. Ich könnte jetzt sogar noch ein bisschen mehr Highlighter nehmen davon. Das ist ja das Schöne. Man kann das so ein bisschen anpassen und mir das aufbauen. Und ihr habt 1:1, vom Finish her zumindest, dasselbe. Seht ihr, was ich meine? Hier ist es natürlich noch ein bisschen stärker. Hier könnte ich das tatsächlich auch aufbauen. Aber es ist im Prinzip genau dasselbe und das kostet zusammen vielleicht 7 Euro. We love that. Gebt noch ein bisschen mehr Highlighter hier rauf. Ich würde ihn auch, also es sei denn, ihr mögt es wirklich super, super glowy, dann könnt ihr ihn auch pur, so wie ich im letzten Video letzte Woche benutzen. Sieht sehr schön aus, muss aber nicht sein. So, finde ich, reicht das tatsächlich schon aus. Perfekt als Primer. Es gibt einfach diesen super, super edlen Glow. Seht ihr das? Verrückt, oder? Ich liebe das. Und ich liebe Make-up. Ich weiß gar nicht, ob euch das Video interessiert. Das ist immer so ein bisschen schade, weil ich glaube, dass
Ich habe immer ganz viele Ideen und das waren so ein paar Ideen, wo ich dachte, ey, ihr könnt damit so viel Geld sparen, dann lade ich das Video hoch und das wird dann oft einfach nicht gesehen. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Die Leute, die ein bisschen Geld sparen wollen, Freunde, probiert's aus. Alleine weiß ich, dass es vielen vielleicht zu stark sein wird. Macht euch ein bisschen eine leichte Foundation mit rein, was sehr gut funktioniert, falls ihr die neue Nivea Foundation habt und ihr sie nicht so gerne mögt. Die beiden funktionieren auch sehr gut zusammen. Der Primer bzw. der Hollywood Flawless Filter ist einmal auf beiden Seiten aufgetragen. Jetzt nehme ich mal eine Foundation. Ich benutze jetzt einfach dieselbe. Wir mischen uns jetzt hier keine Foundations an. 1, 2, 3. Und ihr braucht tatsächlich dann auch einfach nicht mehr so viel. Der Glow kommt dann so ein bisschen raus. Und das nächste Produkt oder der nächste DIY-Hack, ich habe noch nicht probiert, ob es funktioniert. Wir werden es jetzt gleich live hier in dem Video ausprobieren. Ich habe manchmal Lust, so ein bisschen, ja, einfach so ein bisschen Spaß zu haben mit Make-up. Ich finde, in dem Moment, wo Schminken und Make-up so zum Job wird, ist es oft schnell so, dass man irgendwie den Spaß am Make-up so verliert. Und das möchte ich nicht und deswegen muss ich mich manchmal selber dazu zwingen, einfach ein bisschen was auszuprobieren. Beide Seiten sehen mit Foundation wunderbar aus. Man sieht keinen Unterschied. Man sieht einfach keinen Unterschied. Ich gebe mir ein bisschen Concealer mit drauf, lasse den kurz antrocknen und nehme ein bisschen Contour. Das ist der Kiko Make-up Stick in der Farbe 201. Da fragt ihr mich so oft nach und ich liebe den. Der Concealer ist einmal eingeblendet. Wir machen uns jetzt einen kleinen DIY Blush. Und dafür brauchen wir zwei Produkte. Eine Creme, irgendeine, die ihr habt. Ich nehme jetzt hier einfach einen Schub Magic Cream. Wirklich, ihr braucht nur eine ganz, ganz kleine Menge. Ganz, ganz bisschen. Und jetzt nehmen wir uns einen Liquid Lipstick. Ich habe jetzt hier noch einen alten von Jeffree Star. Den habe ich nämlich jetzt aussortiert und ich dachte, dafür ist er perfekt. Und wir lieben alle mittlerweile diese Cream Blushes. Und jetzt mischen wir das Ganze einfach zusammen. Und dadurch habt ihr einen super, super deckenden Cream Blush, der aber die Haut zeitgleich noch pflegt. Den trage ich jetzt tatsächlich auch wirklich auf beiden Seiten einmal ein, einfach damit das ebenmäßig aussieht. Und der ist super, super deckend. Ihr könnt damit, und das finde ich persönlich immer super, super schön, ich spreche immer oft davon, dass alles so ein bisschen harmonisch aussehen soll. Ich liebe es, Produkte, die ihr auf den Augen habt, auf den Wangen und auf den Lippen zu haben. Ihr könntet euch das jetzt natürlich auch noch so ein bisschen auf die Augen geben, das mache ich jetzt nicht. Aber ich glaube, ihr seht sofort den Effekt. Und wenn ihr diese Farbe jetzt noch in eure Lippen mit reinarbeitet, könnt ihr natürlich auch machen, habt ihr so einen ganz, ganz zarten Touch. Und selbst wenn das Liquid Lipsticks sind, die ihr vielleicht nicht so gerne benutzt auf den Lippen, weil sie euch zu trocken sind, aber es euch zu schade ist, wegzuschmeißen, da sind wir wieder beim Thema ein bisschen Geld sparen mit Make-up. Make-up muss nicht immer teuer sein. Ihr könnt einfach euren Liquid Lipstick mit einer Creme, die einen Ölanteil mit drin hat. Das zersetzt den Liquid Lipstick, sorgt aber dafür, dass ihr ihn gut auf eure Haut einarbeiten könnt. Und dann habt ihr dieses super frische, gebrushte Finish. Und jetzt, Freunde, ihr wisst mittlerweile das Huda Beauty Easy Bake in Cherry Blossom Cake. Das ist auf TikTok total gehypt, das ist überall ausverkauft und das ist schweineteuer. Es ist aber ein sehr, 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 sehr gutes Puder. Das einfach, es ist ganz fein gemahlen, es riecht recht stark. Ich mag den Duft tatsächlich aber ganz gerne, aber es hat so einen leichten Touch an Rosa. Und wenn ihr euch jetzt einmal hier das Farbrad anschaut, dann seht ihr, dass die gegenüberliegende Farbe von Augenschatten, so blau, lila, orange, rosa ist. Ja, also kann man so ein bisschen grob sehen. Wir korrigieren ja auch unsere Augenringe mit orangenen, lachsfarbenen Correctern, je nachdem, welche Hautfarbe ihr habt. Und dieser leichte Touch an Farbe vom Puder sorgt dafür, dass die Augenschatten von unten nicht so stark durchscheinen. Deswegen, ich benutze Color Corrector, ihr könnt den Blush auch unter die Augen geben, machen viele mittlerweile auch super, super gerne, aber das Puder ist der Shit. Das ist aber recht teuer. Deswegen trage ich das jetzt einmal auf der einen Seite auf. Ich habe hier zwei Microfiber Multitools Minis. Die sollten in den nächsten Wochen verfügbar sein. Ich sage euch dann Bescheid. Einfach unter die Augen. Ich weiß nicht, ob ihr es in der Kamera erkennen könnt. Es kommt so ein leichter Touch an Farbe durch, was alles so ein bisschen korrigiert. Ich habe jetzt etwas selber gemacht und ich nehme euch einfach mal mit hinter die Kamera. Thank you.
Ihr habt es gesehen, ich habe jetzt hier das Ready for the Frill Puder. Das ist im Prinzip genau dasselbe wie mein Holy Grails Puder und das, was es jetzt im Standardsortiment gibt. Ich wollte jetzt nicht mein Puder kaputt machen und ich wollte auch nicht ein neues kaputt machen. Und das hatte ich hier noch als Backup. Es gibt es so halt nicht mehr in der EE. Deswegen habe ich das gemacht. Was habe ich gemacht? Ihr könnt das, glaube ich, erkennen. Ich habe es rosa eingefärbt mit einem Lidschatten, den ich aus einer Palette, die schon leer war oder die ich nicht mehr so gerne benutzt habe, rausgebrochen, reingebröckelt und gemörsert. Das ist vom Ton jetzt noch ein bisschen besser angepasst an meine Augenschatten. Ihr könnt das Ganze so ein bisschen korrigieren, je nachdem, welche Hautfarbe ihr habt. Wenn ihr dunkelhäutiger seid, dann würde ich einen orangeneren Ton nehmen. Wenn ihr heller seid, würde ich einen pinkeren nehmen. Und so könnt ihr das Ganze ein bisschen anpassen. Von der Textur her sind mein Puder, beziehungsweise das Ready for the Frill Puder und das Huda Beauty ähnlich. Ich mag beide sehr, sehr gerne natürlich. Aber wir probieren das Ganze aus. Microfiber Multitool Mini, ein anderes. Und jetzt presse ich das Puder unter die Augen. Und ihr seht sofort, dass ich natürlich durch den Lidschatten, den ich dabei gemacht habe, eine viel krassere Deckkraft habe. Und ich schwöre euch gleich, hoffe ich zumindest, das sieht besser aus als das Huda Beauty Easy Bake. Ihr seht sofort, dass die Augenringe hier viel besser kaschiert sind und das Ganze so einen leichten Touch an Rosa gibt. Freunde, haben wir hier gerade echt. Schaut mal, wie schön das auf der Haut aussieht. Das diffus das Licht nochmal. Und ich habe ja vom Unterton her eher so einen rötlicheren Touch. Wait a damn minute. What the actual? Also, ich habe nicht damit gerechnet, dass es mir so gut gefällt. Ich dachte, das ist vielleicht ein bisschen doll. Vielleicht habe ich auch ein bisschen zu viel Lidschatten mit reingemacht. Kann auch sein. Aber ich mache mal das hier weg. Seht ihr den Unterschied? Hier scheint tatsächlich so ein bisschen grau durch. Ich habe natürlich keinen Color Corrector benutzt. Dadurch scheint immer trotzdem so ein bisschen lila durch. Jetzt habe ich hier aber viel, viel mehr Deckkraft als auf der Seite. Und durch diesen Corrector, wait a second, hold on. Patent. Rival loves me, call me. Sieht das bitte aus. Habt ihr den Unterschied gerade gesehen? Ich bin ehrlich gesagt gerade so ein bisschen schock. Und jetzt ist halt das Krasse, dadurch, dass das hier unter den Augen schon so ein bisschen rosa ist, passt der Blush noch besser zur Haut. Ich nehme jetzt hier mal einfach einen, der hier rumliegt und trage mir den auf. Und somit sieht eure Haut viel, viel frischer aus. Ich benutze jetzt denselben Blush auf beiden Seiten, dass ihr wieder den direkten Vergleich habt. Ganz ehrlich, das sieht flawless aus. Das hier sieht richtig, richtig flawless aus. Holt euch, ihr habt alle irgendeinen Lidschatten, den ihr bestimmt hergeben könnt in Rot oder Orange. Ihr müsst ja nicht mal den ganzen rausnehmen. Ne? Ich habe gemacht jetzt für das Video. Ich finde auch, das ist das Problem, was ich zumindest habe mit Foundations. Meine Haut ist eigentlich so ein bisschen gelblicher, olivfarbener. Mein Hals ist aber immer rot. Ihr seht das hier. Ne? Ich habe das immer. Und dadurch passt mein Gesicht oft nicht zu meinem Hals. Es gibt aber keine Foundations, die wirklich, wirklich rot sind oder die so rosastichig sind, wie es hierzu passen würde. Und ich finde, dass diese Gesichtshälfte viel harmonischer zu meiner, Dekolleté, ist ja kein Dekolleté, ihr wisst, was ich meine, als diese Seite ist. Okay, let's go. Jetzt hier einfach nochmal mit ein bisschen Bronzer einmal rüber. So viel brauche ich tatsächlich gar nicht mehr. We love that. Ich habe gerade mal eine kurze Pause gebraucht. Meine Oma hat gerufen. Ich bin schock. Ich glaube, ihr seht, was ich meine. Ne? Es passt so ein bisschen besser. Ich könnte das Ganze. Jetzt kommt. Wir bauen das nochmal auf. Das ist so flawless. Das ist richtig, richtig aufgehellt. I love that. Jetzt, Freunde, machen wir uns einen DIY-Eyeliner. Kannst du bitte aufhören zu hupen? Vielen Dank. Ich habe hier meine Lidschattenpalette mit Catrice und ich habe gesehen, dass man mit ein bisschen Micellenwasser einen selbstgemachten Eyeliner machen kann. Und das probieren wir aus. Ich habe hier einen Pinsel aus dem Malerbedarf und nehme jetzt hier einfach ein bisschen Micellenreinigungswasser oder Toner und mache den Pinsel richtig nass. Und ich glaube, dass wir heute zu dem Outfit vielleicht das Blau nehmen können. Wir gehen einfach in die Farbe Livestream. Ich mische mir das Ganze hier so ein bisschen an.
Ich würde euch empfehlen, macht das vielleicht mit einer Lidschattenpalette, die ihr nicht so häufig benutzt. Gut, die benutze ich sehr häufig, aber ich habe auch noch 27 Stück hier von zu Hause. Wir probieren es einmal aus. Okay, ich muss euch direkt nah ranholen, so könnt ihr auch nochmal den unteren Augenbereich sehen. Das ist natürlich mehr als nice, weil wir dadurch natürlich jetzt aus jeder Farbe den perfekten Eyeliner machen können, ohne einen neuen zu kaufen. Und der wird natürlich matt. Das finde ich persönlich schön. Können wir auch. Gebt mir bitte jetzt kurz das Lob für diesen Eyeliner. Der ist gut geworden, oder? Kriegen wir es nochmal woanders hin? Oh, der ist auch gut geworden. Ich wollte gerade sagen, ich bin super gespannt, was ihr für Make-up-Hacks noch habt, wo man so ein bisschen Geld mitsparen kann. Schreibt sie mir also unbedingt einmal in die Kommentare. Ich gehe jetzt nochmal mit der Farbe Mare vorne ein bisschen lang. Wir machen jetzt, komm, heute sind wir übermütig. Ich mache mir jetzt einfach so einen Ombre-Liner. Oh, ich liebe Tuschen. Ne? Ich habe Tuschen geliebt in der Schule früher. Einfach noch ein bisschen rüber. Ne, es reicht. Wir werden nicht übermütig. Schaut mal, ich habe es hier schon unten. Deswegen mache ich mir jetzt hier noch so eine kleine Spitze hin. Freunde, wenn ihr mich für so viel Geld, was ihr gespart habt heute mit den Tricks, mir noch kein Abo dagelassen habt, bin ich gespannt. Ich mache mal kurz ein bisschen Augenbrauen und vielleicht habe ich noch was anderes. Okay, Augenbrauen sind einmal drauf. Das Äuglein ist leider noch nicht angetrocknet. Deswegen, ich werde so ein bisschen übermütig gerade. Kennt ihr das? Wenn ihr euch etwas vorstellt und es dann besser wird, als ihr gedacht habt, ich gehe an solche Videos nicht ernsthaft ran. Ne? Nicht ernsthaft zumindest. Ich denke mir, oh, okay, lustige Idee, können wir mal ausprobieren. Und look at that, wir haben einen neuen Make-up-Hack entdeckt. Ich überlege, ich werde nämlich so oft da drauf noch markiert, ob ich nicht euch jetzt noch einmal meine liebste Lippenkombination zeige. Passt jetzt dazu. Kommt, jetzt seid da schon mal da. Ihr braucht ganz, ganz dringend einen Augenbrauenstift. Egal welchen, Hauptsache er ist in derselben Farbe wie eure Augenbrauen. Ich habe jetzt hier einen von, ich kann es gar nicht mehr lesen, ich glaube, es war Max Factor oder so. Und damit umrande ich jetzt meine Lippen. Das sieht so ein bisschen 90er aus. Aber ihr könnt auf der Rückseite haben die meisten so ein Schwämmchen. Damit noch so ein bisschen setten und ausbuffen. Und ich finde, das sieht eigentlich schon ganz schön aus. Und der Trend kommt so ein bisschen davon, ich glaube auch von TikTok war das, dass man dann den Blush auf die Mitte packt. Ich nehme erst ein Liquid Lipstick in einer Farbe, die ich ganz schön finde. Das ist eine Farbe von Giacomo Cosmetics, die es nicht gibt. Oder ich habe ja noch keine Liquid Lipsticks, aber ich war mit der Formulierung nicht ganz so zufrieden. Aber die Farbe ist perfekt geworden. Und ihr habt so eine schöne Nude-Lippe einfach. Und dann holt euch den hier. Der ist von Catrice. Das ist der Caviar Rouge Lip Balm. Und den rüber. Der gibt nämlich wieder so ein, seht ihr das? So ein bisschen Leben zurück. Oben ist es recht leblos, unten iconic. Jetzt curle ich mir noch einmal kurz die Wimpern. Gebe ein bisschen Mascara drauf. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass diese Seite schöner ist als diese Seite. Das ist aufgehellt, das ist trotzdem frisch. Wir könnten noch ein bisschen Highlighter rüber gehen. Ich habe jetzt hier keinen. Doch hier. Ein bisschen Bewegung. Und boom. 100 Euro gespart. 100 Euro für das Puder und für den Primer von Charlotte Tilbury. Und dann mit diesem Eyeliner-Hack. Ich finde ganz ehrlich, dadurch, dass das so ein Maler aus dem Künstlerbedarf ist, der ist jetzt hier von Blue Squid, keine Ahnung, was das ist, habt ihr so viel mehr Kontrolle darüber, weil der viel, 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 viel länger ist als so ein Eyeliner in der Dose. Mir hat es richtig, richtig gut gefallen. Mir gefallen diese Tipps sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar andere super spannende Tipps. Da wäre ich natürlich mega gespannt, was ihr mir in die Kommentare schreibt. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart, ihr Süßen. Wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss.